Der 11.11. ist bekanntlich der Tag, an dem die Karnevalisten vor die Rathäuser ziehen, um dort symbolisch die Schlüsselgewalt zu übernehmen. Nicht so in Burkhardsdorf. Dort wurde in diesem Jahr erstmals mit dieser alten Tradition gebrochen und stattdessen ein Narrenbaum aufgestellt. Wie kam es dazu? Aus dem einfachen Grunde, da die Schlüsselübergabe bei uns im Verein immer nur von Vereinsseite einseitig gepflegt wurde und sich leider kein Vertreter unseres Bürgermeisters, wenn er mal verhindert war, in der gesamten Verwaltung fand, der da die Schlüsselübergabe übernahm. Und so haben wir uns eben etwas anderes ausgedacht, um die Session würdig zu eröffnen, wo wir unabhängig sind. Und so bin ich auf den Narrenbaum gekommen durch meine Arbeit im Schwäbischen. Hab das faktisch aus der schwäbisch-alemannischen Fasnacht mitgebracht, in abgeschwächter Form. Wir wollen keine Höhen irgendwie erreichen, sondern unser Narrenbaum ist genau 11,11 Meter. Damit wir den Bezug zum 11.11. dann doch etwas herstellen können. Lange wurde der Aufenthaltsort des ersten Burkhardsdorfer Narrenbaumes geheim gehalten. Und auch das Aussehen war bis zum Schluss für die Öffentlichkeit ein gut gehütetes Geheimnis. Pünktlich und vor allem schon sehnsüchtig erwartet bog der erste erzgebirgische Narrenbaum am 11.11. 14 Uhr um die Ecke in Richtung seines endgültigen Standortes. Gezogen wurde er von einem Traktor, eskortiert vom Karnevalsausschuss Burkhardsdorf. Der Standort vor dem Bulldog-Museum wurde nicht zufällig gewählt. Schließlich soll ja das Herrschaftssymbol des BCA weithin und für viele sichtbar sein. Angebracht am Narrenbaum wurden 10 Werbetafeln von Sponsoren und ein Kranz mit den Vereinsfarben Weiß-Grün. Die Spitze ziert eine vereinstypische Narrenkappe. Zum Aufstellen des Narrenbaumes rückte die Feuerwehr von Kemptau an. Mit gemeinsamer Kraftanstrengung ging's ans Werk, um den Baum in die Senkrechte zu bringen. Auf halber Höhe forderten die freiwilligen Helfer aus Kemptau eine Stärkung vom Verein. Da es an diesem Samstag schon etwas kühler war, kam diese in Form eines Glühweins. Das Geschehen rund um den ersten erzgebirgischen Narrenbaum wurde vom gesamten Karnevalsverein und von zahlreichen Besuchern beobachtet. Noch einmal galt es, die Aufstellungshilfen zu versetzen und den letzten Akt beim Aufstellen zu vollziehen. Und dann stand er, der Narrenbaum, in einem festen Fundament aus Beton und für alle weithin sichtbar. Für den festen Stand im Fundament sorgte der Präsident des BCV eigenhändig. Die Narrenkappe, das Symbol des Burkhardsdorfer Karnevalsausschuss, fing an, sich zu drehen und das in einer Höhe von 11,11 Metern. Damit hat nun auch Burkhardsdorf offiziell die Faschingssaison begonnen. Die neue Saison steht unter einem neuen Stern, dem Narrenbaum.